Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge For the People. Dieses Video stammt auch aus dem Livestream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Bleiben noch zwei Dinge, Romy. Depesche und Brief der lesen. Brief. Ja. Ich neige zum Brief. Ich auch. Gehen wir zum Brief. Oha. Gott. Oh Mann. Ich versuche in den Herrn Traube reinzukommen. Sie waren bei mir zu Hause. Das Schloss ist aufgebrochen, die Sachen durchwühlt. Nun rufen sie nachts an und schweigen. Und wissen Sie was? Ist mir egal. Früher hatte ich Angst. Angst, jetzt nicht mehr. Ich möchte den Mistkerlen am liebsten nochmal eine verpassen, komme was wolle. Also, Frank, strengen wir uns an. Das Letzte, womit ich mich beschäftigt habe, waren Drogen. Doppelsinnig, nicht wahr? Nur ein zugedröhnter Idiot beginnt freiwillig und ohne Deckung diesen Mist umzugraben. Aber da ich schon mal voll dabei bin, werde ich mich nicht beschweren. Vor einigen Wochen habe ich bemerkt, dass um mein Haus herum ziemlich viele Spritzen liegen. Es tut weh, die Kinder zu sehen, die inmitten dieses verstreut liegenden Zeugs spielen. Ich wollte immer etwas tun, aber die Angst hat mich zurückgehalten. Aber jetzt ist alles klar. Nur wo soll man anfangen? Ich hatte ja keine Ahnung, woher die jungen Leute die Drogen kriegen. Damit habe ich begonnen. Ich musste mir die Rolle eines kranken alten Mannes ausdenken, was ehrlich gesagt nicht schwer war. Ihn quälen merkwürdige Schmerzen und die bösen Ärzte lehnen es ab, ihm Schmerzmittel zu geben. Deshalb bleibt nur der Drogenrausch. Ich ging ein großes Risiko ein. Die Junkies hätten dem armen Opa helfen können, Ware zu finden, aber sie hätten ihm auch für die nächste Dosis den Schädel einschlagen und beklauen können. Mehrfach habe ich den Griff des in der Hosentasche versteckten Messers fest umfasst. Das hätte nicht viel Sinn. Ich bin ja kein Kämpfer und unsere Gefängnisse sind nur unwesentlich besser als Gräber, aber es beruhigte. Dieses Mal hatte ich Glück. Der Sohn des Verkäufers aus der Fleischabteilung, ein blondgelockter Hühne mit leerem Blick, brachte mich mit dem entsprechenden Menschen zusammen. Als wir uns trafen, hat mich fast der Schlag getroffen. Ich konnte mich gut an ihn erinnern. Eric Rian, ein früherer Mitarbeiter des Eisernen Boten, ein windiger Typ. Aber kein schlechter Journalist, was am meisten erschreckte. Wenn er mich erkannt hätte, hätte ich bestenfalls alles von vorne beginnen müssen. Zum Glück wollte er in mir zu sehr einen bedauernswerten Alten sehen, um darüber nachzudenken, was vor sich geht. Nach reichlich Spott verkaufte er mir die Drogen und ging fort. Nun musste ich herausfinden, für wen mein ehemaliger Kollege arbeitete. Folgen konnte ich ihm nicht, denn wir kannten einander zu gut. Ich musste nachdenken. Erneut die Sammelbände alter Ausgaben des Boten wälzen. Nach 2 Stunden gelang es, etwas Interessantes zu finden. Ein Interview von Rayen mit Erwin Kleiner, einem damaligen Gewerkschafter, den man vor einigen Jahren wegen Korruption verurteilt hatte. Kaum eine Spur. Man hat ihn irgendwann eingesperrt und nicht jeder Gefangene wird zum Drogenbaron. Rian konnte überall mit Kriminellen in Verbindung geraten, nicht über die Arbeit. Man könnte noch 1000 Einwände ausdenken, aber die unbestreitbare Wahrheit bestand darin, dass ich einfach keine anderen Anhaltspunkte hatte. Deshalb begann ich, die Adresse des ehemaligen Insassen ausfindig zu machen und habe schließlich um ein Treffen gebeten. Der erste Blick war ausreichend Volltreffer. Dreistes, fleischiges Gesicht mit zuckenden, schmalen Augen, stilloser Anzug, irgendein Gesöff in einem teuren Flachmann. Man sagte mir, dass Kleiner sich in der Freiheit eine Arbeit als Wächter besorgte. Nur solche Wächter gibt es nicht. Was man von Banditen der mittleren Ebene nicht sagen kann. Ich wandte mich wieder, der Gestalt des kranken Alten zu, wobei ich mehr Gier und Einfalt hinzufügte. Dem Opa gefiel das Kraut und außerdem möchte der Opa sich zur Rente etwas dazu verdienen. Zunächst war Kleiner vorsichtig, aber dann wurde er lockerer und begann mich zu verspotten. Das war es, was ich brauchte. Natürlich hatte er keine Absicht, einem lahmenden Schwachsinnigen Arbeit zu geben. Dafür konnte ihm
in seinem Geschwafel Hinweise auf die höhere Ebene herausrutschen, weshalb ich mit aller Kraft weiterhin einen Deppen spielte, der von Zeit zu Zeit Suggestivfragen stellte. Es gibt keine Zeit, um das ganze Gespräch wiederzuerzählen, und ich erinnere mich auch nicht mehr an alles, aber das Wichtigste werde ich mir bis zum Lebensende merken. Der überkleiner stehende Bandit arbeitet für den Staat, und zwar nicht als einfacher Arbeiter. Er wurde nicht hier geboren, er hat keine Familie. Sind das etwa Sie, Frank? Zum Glück nicht. Er ist älter als 40, er war in irgendeine unangenehme Sache verwickelt, aber er konnte unbeschadet da herauskommen. Mehr konnte ich nicht in Erfahrung bringen, aber dies war durchaus genug. Erstaunlich, wie viel man aus dem Dummkopf herausbekommen kann, der sich selbst für intelligent hält. Leider begann Kleiner am Ende doch irgendwas zu vermuten, aber er begann nur, sonst hätte er mich nicht rausgeworfen, sondern gleich umgelegt. Aber es war mir kaum Zeit geblieben. Ich ging auf die Post, wo ich jetzt gerade einen Bekannten anrufe, im Telefonbuch blättere und diesen Brief schreibe. Man hätte mich schon längst rausgeworfen, aber die Mädchen von der Post erinnern sich immer noch an mich. Warum habe ich eigentlich nicht früher daran gedacht, ihre Telefonnummer auswendig zu machen? Hier meine Liste der Verdächtigen. So. Es führt kein Weg mehr dran vorbei, würde ich sagen. Wir haben keinen Zugriff mehr drauf. Ich schreibe das mal auf, die Hinweise, die wir hier haben. Also ich habe eine Vermutung, wer es ist. Okay. André Brasilach. Naja, dann sind ja Horsti und du habt ihr ja in eine ähnliche Richtung gedacht. Ja. Ich bin dafür, dass wir eine Bingo-Karte, dass ich eine Bingo-Karte hier neben mich lege. Okay, eine Bingo-Karte. Ja, also ich quasi neun Kästchen. Ja. Und wir schreiben da mal unsere Vermutungen rein. Also ich schreibe die rein. Ja. Und wenn sie denn, wenn sie kommen sollten, momentan sind wir bei André Brasilach. Ja. Und wenn uns noch andere Menschen begegnen, auf die das zutrifft, schreibe ich das hier auch auf. Und wenn sich dann zeigt, dass die Personen das nicht waren, streiche ich sie durch und informiere euch darüber, dass sie durchgestrichen sind. Ja, also was ja interessant ist, er hat vier Verdächtige. Wir haben die noch gar nicht angeguckt. Und die kennen wir auch, glaube ich, alle gar nicht. André Brasilach ist nicht dabei, richtig? Nee. Okay. Horsti und ich waren vielleicht etwas voreilig. Aber jetzt ist er auf der Bingo-Karte gelandet. Ja, also, fangen wir mit dem ersten Verdächtigen an. Ich muss erstmal noch einen Schluck trinken, das war ein langer Brief. Stimmt. Ja. Albert Worcester. Leiter des kommunalen Dienstes des Basarbezirks, 43 Jahre, Junggeselle. Man sagt, er hätte einen nervösen Charakter. Vor einem Jahr hat er seiner jungen Sekretärin eine Ohrfeige verpasst. Die begann zu weinen und wollte sich beschweren, aber die Sache wurde vertuscht. Geboren wurde er irgendwo im Süden. Das findet man natürlich nicht im Handbuch, aber ich bin ihm mal begegnet, die Aussprache verrät ihn. Während des letzten Jahres ist er zweimal in eine Überprüfung der politischen Abteilung geraten. Warum? Vermuten die etwas? Puh. Indizienbeweise, mehr nicht. Etienne Lebrun, Vorsteher des Straßenbahndepots. Es scheint, dass er ein Altersgenosse von Worcester ist und, Überraschung, sein Freund. Klar ist, dass er nicht in Eisen 1 geboren wurde. In seiner freien Zeit malt er irgendwas. Zu einer bestimmten Zeit stand er in Verbindung mit dem Kreis um den Künstler Till Runge, geriet aber zu irgendeinem Zeitpunkt unvermittelt mit allen in Streit. Es ist komisch, einen Menschen mit seinen Ansichten und Hobbys im Depot zu sein, noch dazu in der Rolle eines Bürokraten. Protektion? Er wohnt mit seiner älteren Schwester. Diese ist vor kurzem verstorben und hinterließ Etienne Lebrun die Wohnung. Boah, dieses Argumentationsmuster ist schon so ein bisschen absurd. Ich verstehe gerade nicht, wie man davon, dass jemand in seiner Freizeit ein bisschen malt, darauf schließen kann, dass jemand irgendwelche komischen, also dass er irgendwie komische Ansichten hätte
und sich oder dass irgendwie sein Job nicht zu ihm passen würde. Also man kann doch ein Bürokrat sein und trotzdem irgendwie Spaß daran haben, in seiner Freizeit sich künstlerisch zu betätigen. Das schließt sich doch nicht aus. Ich hoffe so sehr, dass du recht hast mit dem, was du gerade gesagt hast. Ja, ich hoffe es auch sehr. Ja, Herr Traube hat halt wahrscheinlich diese Sachen, die er uns gerade beschert hat, und hat wirklich versucht, dieses Muster auf irgendwie, das sind seine einzigen Anhaltspunkte, die aus dem Gespräch raus, das ist halt wirklich sehr konstruiert. Ich bin auch nicht zufrieden damit, dass wir darauf direkt reagieren müssen, aber gucken wir uns an, wen wir noch haben. Otto Kinski. Na denn. Studierte Soziologie an einer guten Universität, kam durch die Verteilung nach Eisen 1 und blieb für 17 Jahre hängen. Gegenwärtig unterrichtet er an unserer technischen Fachschule. Die Studenten mögen Kinski, er verlangt fast nichts von ihnen und lässt fast alle bestehen. Aber doch kein kompletter Schlamper. Einmal pro Woche leitet er eine Gruppe, so etwas wie eine Schauspielgruppe. Von Skandalen mit Studenten, die man erwarten könnte, habe ich nichts gehört. Dafür gab es Gerüchte über irgendeinen unschönen Verkehrsunfall, bei dem jemand verletzt wurde. Einen Dozenten im Auto sieht man selten. Woher? Hä? Ich finde es gerade total spannend, dass wir anhand dieser Beschreibung von Otto Kinski eigentlich noch viel mehr über den Staat erfahren, in dem wir wohnen. Ja. Weil augenscheinlich Menschen verteilt werden zwischen den 5 Kommunen, aus denen unser Staat besteht. Also was der Grund auch immer ist, ich vermute Bedarf. Also genauso wie auch wieder eine Vermutung, wie die Güter, die Wirtschaftsgüter hin und her transferiert werden, scheinen ja, rückgeschlossen von dem Begriff Verteilung, auch Menschen nach den jeweiligen Bedarfen verteilt zu werden. Ja. Und er blieb für 17 Jahre hängen. Das kann jetzt bedeuten, dass er schon weg wollte, aber der Staat ihn nicht gelassen hat bei Verteilung. Oder das war halt einfach schön und man ist halt so einfach hängen geblieben. Mhm. Und der zweite Teil, der auch noch eine ganze Menge sagt, ist dieser Satz: Einen Dozenten im Auto sieht man selten. Ja, das verwirrt mich auch ein klein wenig, aber jetzt, wo du sagst, wir lernen etwas über den Staat, Dozenten in Autos sieht man selten, okay. Die können sich das nicht leisten, mhm. Weil Öl ja auch ein knappes Gut ist, wir kämpfen ja schon die ganze Zeit drum. Ja, generell finde ich, wie Informationen in diesem Spiel, also wie tröpfchenweise uns diese Informationen zufließen, ist manchmal frustrierend und zum Haare raufen. Aber diese Art und Weise, wie man hier langsam eintaucht, ich meine, wir sind schon mittendrin, aber wir tauchen trotzdem immer noch weiter ein. Also das ist halt irgendwie, ich finde das Spiel großartig. Ich muss ihm an dieser Stelle ein Kompliment ausmachen. So. Andrew Tackleberry ist der dritte. Soldat, Major, sein Alter kann man sich vorstellen. Versetzt aus der Hauptstadtgarnison, warum ist unklar, ist für die Lager der 2. motorisierten Schützendivision zuständig. Es gibt Gerede, dass er einmal von Winter's Day selbst auf die Nase bekommen hat, weil er Armeefahrzeuge für persönliche Zwecke genutzt hat. Ein schlechtes Zeichen. Erinnern Sie sich an den Fall Preston? Wohnt in der Garnison, geschieden, die Kinder sind alle sind bei der Frau. Die Freizeit verbringt er im Wochenendhaus, dass er selbst gebaut haben soll. Das ist alles. Ich kann mich geirrt oder jemanden vergessen haben, aber da kann man jetzt nichts mehr machen. Jetzt schicke ich den Brief ab und gehe nach Hause. Ich hätte gerne bei Ihnen vorbeigeschaut, aber ich halte mich kaum auf den Beinen. Ich muss mich ordentlich erholen. So Gott will, werden wir uns sehen. Der Brief ist nicht unterschrieben, aber Sie sind sicher, dass der Verfasser Paul Traube ist. Sind wir uns sicher, dass der Verfasser Paul Traube ist? Also wenn jetzt extra schon so drauf hingewiesen wird, kann ich ja zumindest die Frage nochmal stellen. Ich würde sagen, wir können uns hier auf solche Sachen, der Brief ist nicht unterschrieben, aber Sie sind sicher, dass der Verfasser Paul Traube ist, glaube ich, ist ein Hinweis um, also jetzt rein mechanistisch würde ich sagen, zu diesem Zeitpunkt im Spiel
haben wahrscheinlich die Entwickler gemerkt, dass die Leute alles immer anzweifeln und haben diese Sache bei diesen Fällen eingefügt. Dass man quasi so eine... Man hätte einen anderen Schriftstil dafür nehmen können. Aber ich würde sagen, dem können wir vertrauen. Sag mal, Vertrauen ist ja auch immer so ein schönes Wort. Man kann ja auch jemandem bis zu einem bestimmten Grad vertrauen. Also wir können ja erstmal sagen, dass das, was er tut, er mit bestem Wissen und Gewissen macht. Ja. Und das ist ja schon mal was anderes, als wenn wir anzweifeln, ob der andere es ehrlich meint oder uns auf die falsche Fährte führt. Mhm. Bei ihm wäre es eher so, der meint das schon gut und wir müssen jetzt einfach gucken, welchen Informationen davon wir zu welchem Grad vertrauen und was wir dann mit dieser Information anstellen. Bisher hatten wir immer die Möglichkeit, noch Ermittlungen einzuleiten, um es rauszufinden, ob es stimmt oder nicht. Und so ein bisschen hoffe ich auch, dass das hier auch so sich entwickeln wird. Ja. Und wie die Geschichten zusammengefasst sind, nämlich unter nervöser Beamter, Künstler aus dem Depot, Soziologe und Autofahrer, Major und Wochenendhausbesitzer, ist auch irgendwie bezeichnet. Also was dann sozusagen das Wesentliche ist, was wir uns gemerkt haben sollten aus dem Text. Ich wüsste es auch nicht. Also ich würde jetzt einfach mal... Edelhack habe ich noch nicht gesehen, der ist noch nicht da. Ich würde jetzt einfach mal tatsächlich einen Poll starten. Lieber Chat, da könnt ihr gleich drauf antworten. Wir machen eine Abstimmung, also nur eure Entscheidung. Wir werden uns nicht zwangsläufig daran halten, aber ich glaube, wir müssen die einzelnen Sachen nochmal durchgehen und ich wäre neugierig auf euer Bauchgefühl. Ja, Major und Wochenendhausbesitzer, genau. Woher hat er das Geld und er hat schon mal einen Verweis gekriegt, um irgendwie Dienstfahrzeuge zu machen. Aber ich würde an der Stelle sagen, er hat schon mal auf die Nase gekommen, weil er Armeefahrzeuge für persönliche Zwecke genutzt hat. Es ist schon eine andere Qualität als Drogen zu verkaufen und da geht es ja, also wenn ich das jetzt gerade richtig verstanden habe, ging das jetzt gerade um Spritzen, die auf irgendwelchen Spielplätzen rumliegen. Also das ist ja dann schon ein größeres Netzwerk, über das wir hier reden. Genau. Und zu ihm noch ganz kurz, zu dem Tackleberry. Horsty hatte vorgeschlagen, diese einzelnen Kriterien nochmal durchzugehen. Ich vermute fast, dass die Leute, die uns jetzt vorgeschlagen wurden, alle diese Kriterien erfüllen. Wir können das nochmal durchgehen. Und ich habe das auch schon mal so innerlich mit mir selber durchexerziert und bin bei der Frage der Familie hängen geblieben. Ja. Weil eines der Kriterien ist ja keine Familie. Der Major ist geschieden, hat Kinder. Was ist denn jetzt hier der Familienbegriff? Ich würde sagen, das hat ja Paul Traube aus dem Gespräch mit dem Typen, der wahrscheinlich auf einer mittleren Ebene ist von dieser Drogennummer, rausbekommen, dass der große Boss keine Familie hat. Das heißt, geschieden hat er aktuell keine Familie. Ja, das ist immer so auf die Jetztzeit bezogen. Ja, die Kinder sind alle bei der Frau. Ich würde sagen, der Major, der seine Wochenenden in seinem selbstgebauten Wochenendhaus verbringt, wird nicht groß erzählen, dass er noch irgendwo eine Familie hat, sondern der wird keinen Kontakt dazu haben. Deswegen würde ich sagen, würde er da reinpassen. Ich meine, der Vorteil von ihm ist, dass er relativ viel Bewegungsfreiheit hat und er ist Major, kann sich wahrscheinlich auch einiges, weiß ich nicht, hat vielleicht mehr Möglichkeiten, Handlungsmöglichkeiten als andere, um Waren von A nach B zu transportieren. Ja, er hat schon mal ein Armeefahrzeug für persönliche Zwecke genutzt. Das ist jetzt die Frage, ob er damit einen Ausflug gemacht hat oder wofür er das eingesetzt hat. Ja, also die Umfrage ist schon vorbei. Drei Leute haben abgestimmt. Nervöser Beamter ist auf Platz 1 mit 2 Stimmen und Künstler aus dem Depot mit 1 Stimme.
Also ich würde sagen, alle Sachen, die wir aufarbeiten für den Staat, nicht einfacher Arbeiter, wurde nicht in Eisen 1 geboren, keine Familie, älter als 40, war in eine unangenehme Sache verwickelt, passt nicht auf Tackleberry. Also, oder passt schon, aber er hat mal auf die Nase bekommen, weil er Armeefahrzeuge für persönliche Zwecke genutzt hat. Klingt für mich nicht so unangenehm wie im Kontrast dazu die anderen Sachen wie mit Autounfall oder sowas, weißt du? Ich weiß halt gerade auch nicht, was das auf die Nase bekommen genau bedeutet. Also ist das jetzt Bildsprache oder hat er tatsächlich auf die Nase bekommen? So, gucken wir nochmal den ersten an. Albert Worcester, Leiter des Kommunalen Dienstes im Basarbezirk, Junggeselle. Nervöser Charakter. Vor einem Jahr hatte eine junge Sekretärin eine Ohrfeige verpasst, die begann zu weinen, wollte sich beschweren, aber die Sache wurde vertuscht. Geboren irgendwo im Süden. Das findet man natürlich nicht im Handbuch, aber ich bin ihm mal begegnet. Die Aussprache verrät ihn. Während des letzten Jahres ist er zweimal in eine Überprüfung der politischen Abteilung geraten. Warum vermuten die etwas? Leiter kommunaler Dienst ist halt... gibt dir auch viel Möglichkeiten. Total. Das mit diesem nervösen Charakter finde ich auch sehr interessant. Ja. Und jemanden, also irgendwie disqualifiziert er sich so ein bisschen, weil er seine Sekretärin geschlagen hat. Du baust nicht also so eine Geheimoperation auf, wenn du so impulsiv bist, sagst du? Dem würde ich folgen. Es ist halt auch die Frage, auf welcher Ebene in der Nahrungskette diese Person steckt. Tja, Etienne Lebrun, Straßenbahndepots, Altersgenosse von Worcester ist und Überraschung sein Freund. Klar ist, dass er nicht in Eisen 1 geboren wurde. In seiner freien Zeit malt er irgendwas. Ich finde ihn durchaus einen Kandidaten. Er ist mit dem... Ja, aber auch ja. Nur aus reiner Neugier. Ehrlich gesagt, bei mir. Lass mich mal ganz kurz hinsetzen. Also bei mir wäre es eher Neugier. So dieses, was steckt denn da dahinter? Ja. Ich weiß nur nicht, ob Neugier der Antrieb sein sollte. Ja, und Otto Kinski, Soziologe, arbeitet an der Technischen Fachhochschule, so etwas wie eine Schauspielgruppe leitet er auch. Keine Skandale mit Studenten. Aber es gab Gerüchte über irgendeinen unschönen Verkehrsunfall, bei dem jemand verletzt wurde. Ein Dozent im Auto sieht man selten. Woher? Also ich, aus dem Bauch heraus, schwanke zwischen Etienne und Kinski. Also Etienne Lebrun und Otto Kinski. Ich kann aber gar nicht hundertprozentig sagen, warum. Ja, bei jedem, den wir uns jetzt hier gerade anschauen, denke ich, na, vielleicht ist was doch der. Mhm. Und das wechselt gerade die ganze Zeit und ich befürchte, das wird auch nicht besser werden. Dann würde... Gerade denke ich... Ja? Ja. Ich hätte jetzt gesagt, also, wir pausieren einmal darüber. In der Pause habe ich quasi eine... für mich eine Entscheidung gefunden. Auf eine seltsame Art und Weise. Die mir aber schon geholfen hat, was Entscheidungsfindungen angeht. Romy, hast du auch einen Favoriten? Nee, ich bin momentan jetzt viel zu sehr gespannt, wie der Prozess aussah, der dich zu deiner Entscheidung geführt hat. Den würde ich gerne erstmal hören, vielleicht nimmt er mich ja mit. Ja, okay, pass auf. Ich habe einen Zufallsgenerator hervorgeholt, nämlich das hier. Ich hoffe, das kann man sehen. Einen D4, also einen vierseitigen Würfel. Also Würfel ist es nicht, es ist ein Tetraeder. Ich bin ein passionierter Pen-and-Paper-Rollenspieler gewesen. Und ich habe, da wir hier vier Optionen haben, habe ich einfach diesen... ich weiß, dass es kein Würfel ist. Habe ich diesen Zufallsgenerator genommen und quasi von oben nach unten durchnummeriert. 1, 2, 3, 4. Und ich habe gewürfelt. Und
Im Prinzip war es so, ich habe erst eine 4 gewürfelt und ich dachte mir so, nee. Also ich habe quasi gesagt, ich weiß es nicht, also würfel ich. Und das ist ein Tipp von einem Kommilitonen von mir aus dem Studium. Der hat irgendwann gesagt, nimm dir einen Zufallsgenerator, irgendeinen Würfel oder eine Münze oder keine Ahnung was, wenn du vor einer Entscheidung stehst. Und würfel und guck, wie dir das, was der Würfel anzeigt, gefällt. Und im Prinzip bin ich dabei draufgekommen, ich finde Otto Kinski am besten als Option. Weil alle anderen Sachen, die ich gewürfelt habe, ist tatsächlich so, ich habe erst eine 4 gewürfelt, dann eine 1, dann eine 2 und alle Ergebnisse gefielen mir nicht. Und so bin ich auf Otto Kinski gekommen, ohne dass ich es argumentieren kann. Aber das ist quasi ein forciertes Bauchgefühl, könnte man sagen. Genau, du hast deinen Kopf ausgetrickst. Mhm. Weil es ja für Entscheidungen auch immer unterschiedliche Ebenen gibt und unterschiedliche Muster, nachdem man Entscheidungen trifft. Und manchmal hat man die ganze, weiß man, dass es eigentlich richtig ist, aber es fühlt sich einfach schlecht an. Mhm. Damit muss man ja auch klarkommen. Und manchmal denkt man sich, genau so muss es sich anfühlen, weiß aber nicht so richtig, wie man das mit der Realität zusammenbringen kann. Also ich kann das durchaus nachvollziehen, das auszuwürfeln und dann zu sagen, wo reagiert mein Bauch am ehesten. Ich weiß halt nicht, wie häufig das hintereinander funktioniert und ich weiß auch nicht, inwieweit das schon geprägt ist von der Entscheidung, die man zuvor versucht hat, irgendwie gedanklich herzuleiten. Mhm. Weil du bist ja schon rausgegangen aus dem Gespräch und mit Otto Kinski und mit diesem Bild, was wir jetzt ja, auch gerade wieder sehen. Ich weiß nicht, ob es anders wäre, wenn wir beispielsweise uns länger über Etienne Lebrun unterhalten hätten. Und aus dem Grund habe ich einen Vorschlag. Mhm. Mein Vorschlag wäre, dass wir uns dein Bauchgefühl merken und uns Otto Kinski merken als die wahrscheinlichste Option im jetzigen Augenblick. Ja. Wir uns jetzt den Beschwerdebriefen zuwenden, die erstmal abarbeiten und dann nochmal zurückgehen mit einem... Wiedervorlage, sagst du. Wiedervorlage, super. Alles klar. Kann ich gut mit um. Dann tue ich mal meinen Zufallsgenerator wieder in meinen Würfelbeutel. Nee, lass den mal draußen. Da komme ich ja jederzeit wieder dran. Ja, okay. Dann Beschwerden. Mhm. Was mich ein bisschen irritiert ist, das habe ich jetzt gerade gesehen, das Telefon wackelt. Es heißt so viel, wie es läutet, oder? Aber wir hören nee, es läutet nicht. Wenn es läutet, dann wackelt es döller. Ihr könnt das wahrscheinlich nur im Anschnitt sehen, im Stream, aber ich guck mal gerade. Doch, ihr müsstet es auch sehen, dass das Telefon leicht hin und her wabert. Das heißt, wir können es wahrscheinlich in irgendeiner Form benutzen. Wir könnten wahrscheinlich unseren Freund Rayan anrufen oder so. Also wir haben wahrscheinlich hier die Option, Rayan anzurufen. Ich wüsste jetzt nicht, weswegen. Aber ich kann mal draufklicken, bevor wir uns die Depeschen, weil es ist mir aufgefallen. Und Horsti anscheinend ja, auch. Lass uns das mal probieren, das finde ich auch spannend. Ah, ich hole Helen rein. Helen, sei so gut, komm rein zu mir. Ich komme bald. Okay, wir können Helen anrufen. Ja. Sie haben gerufen? Ja, Helen, ich würde mich gerne mit dir beraten. Oh. Oh. Ja. Sag mir, was hältst du vom Krankenversicherungssystem in der Fabrik? Aber bitte ehrlich. Soweit ich weiß, ist es nicht besonders gerecht, was die einfachen Angestellten anbelangt. Im Unterschied zur Verwaltung, die davon ihren eigenen Nutzen hat? So heißt es wenigstens. Ich möchte bis zur Wahrheit graben, weiß jedoch nicht, wie genau. Lohnt es sich? Wenn das nicht klappt, haben Sie einen starken Feind. Ob sich das lohnt oder nicht, werde ich dann entscheiden, wenn ich sehe,
ob ich eine Chance habe, die Chesters an die Wand zu drücken. Sie haben doch Freunde in anderen Behörden, Francis. Vielleicht helfen Ihnen die? Ja, das ist ein guter Gedanke. Danke, Helen. Freut mich, dass ich helfen konnte. Ach, gucke. Ich habe die Macht, finde ich auch gut. Bayer oder Kippler anrufen? Wer war denn nochmal Bayer? Das ist. Bin ich gerade. Das ist der Typ, der die Feuerwehr leitet, wenn mich nicht alles täuscht. Hier haben wir die beiden Optionen von den beiden, denen wir geholfen haben, deren Sachen wir unterstützt haben von unserem Geld. Einmal die Munizipalität, also die städtischen Dienste, Kippler, Jean Kippler oder ich komme immer mit dem Vornamen durcheinander, meine Fresse. Oder Bayer, der Chef der Feuerwehr. Naja, um so einen grundsätzlichen Überblick zu bekommen über das, was in der Stadt so passiert und wer da wo seine Finger drin hat, würde ich fast denken, dass die Verwaltung, genau, John Kippler, ja, die richtige Ansprechpartnerin wäre. Hätte ich auf jeden Fall jetzt auch gesagt, ja. Also rufen wir mal die Kippler an, oder? Ja, mal gucken, was sie jetzt erzählt. Ach so, jetzt muss ich nochmal da draufklicken, oder was? Guten Abend, Genossin Kippler, Francis River. Guten Abend, Genosse River. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ich benötige Ihre Hilfe. Ich habe den Verdacht, dass die Chesters und Beckett sowie der vorhergehende Vorsitzende des Stadtkomitees, Lebowski, eine kriminelle Übereinkunft hatten. Jetzt versuche ich, die Sache aufzuklären. Kurz off topic. Er erzählt es schon sofort. Also er geht sofort raus damit, was er will. Ja, das hat mich jetzt auch massiv irritiert. Wow. Okay, ich gehe wieder zurück in die Rolle. Ich kann es nicht glauben, dass ich den Tag erlebe, an dem Sie alle endlich hinter Gitter kommen. Genosse River, Sie haben es richtig gemacht, dass Sie mich angerufen haben. Dieser Mistkerl Chester hat oft versucht, mich zu bestechen. Und ich konnte nichts machen, da sowohl die Polizei als auch das Stadtkomitee in seiner Macht waren. Haben Sie Beweise dafür? Ja. Ich zeichne immer die Gespräche in meinem Arbeitszimmer auf Band auf. Bei uns in der Union kann man immer alles Mögliche erwarten, das wissen Sie ja. Ob es Chester also gar einmal versucht, meine Familie zu bedrohen. Aber weiter als Worte ist es nicht gegangen. Können Sie mir die Beweise morgen ins Büro schicken? Ja, natürlich, Genosse River. Ich bringe persönlich die notwendigen Dokumente ins Stadtkomitee. Ich werde meine Sekretärin bitten, dass sie mir diese unverzüglich übergibt. Danke. Und auf Wiedersehen, Genossin Kippler. Möge Gott Sie beschützen, Genosse Wöhr. Auf Wiedersehen. Reflexionspause. Ja. Ich fange mal beim Ende an. Möge Gott Sie beschützen? Also, wo kommt denn der Gott auf einmal her? Wir sind nicht in einem ausdrücklich kommunistischen System, wo das mit dem Götterglauben weggefallen ist, aber wir ist Gott noch nie begegnet und wir haben auch keine Kirche, oder? Das Thema Religion tauchte bisher noch überhaupt, also gar nicht auf. Überhaupt nicht. In keiner Form. Nee. Weder wenn es um die kulturellen Unterschiede ging zwischen den Menschen, die jetzt in diesem verrückten neuen totalitären Kommunalstaat leben, noch in irgendeinem anderen Bereich. Wir haben keine Kirche oder kein Gotteshaus auf der Karte. Also das hat mich jetzt einfach gewundert. Auch diese Betonung, auf dieses möge Gott sie beschützen. Ja, das ist durchaus bemerkenswert, auf jeden Fall. Ja, und inhaltlich würde ich sagen, haben wir gerade einen Jackpot getroffen. Ja, würde ich auch sagen. Ich lese auch gerade im Chat, aber nochmal ein Beweis, dass unser Vorgänger mit drin steckte. Ja. Definitiv. Okay. Auch bemerkenswert, dass sie alle ihre Gespräche aufzeichnet. Mit dem eindeutigen Kommentar, man weiß ja nie, was hier passiert. Und wer einen jetzt hier gerade mal wieder versucht zu erpressen.
Also es gibt augenscheinlich auch in diesem Staat Leute, die versuchen, ihre Integrität zu bewahren und auch noch unterscheiden können, was gesetzlich okay ist und was es halt eben nicht ist. Und die sich im Zweifelsfall absichern. Oh Lord, there are tapes. Ja. Sehr schön. So, jetzt stehen wir vor der Entscheidung, sollen wir Bayer noch anrufen oder ist diese Hilfe ausreichend? Ich weiß nicht, ob ich noch mehr Informationen aushalte. Tja. Warum nicht? Also jetzt haben wir einmal das Telefon in der Hand. Und ja, eigentlich schon, ja, ja. 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 Ja, ich würde Bayer auch anrufen, weil ich glaube, es hat jetzt gut bei ihr funktioniert und ich glaube, er von der Feuerwehr ist auch eher, es gibt keine nirgendwo in irgendeiner Geschichte kommt er mit dieser Krankenversicherung und sowas drin vor. Also, ich glaube, der Worst Case wäre hier, wenn Bayer sagt, höre ich zum ersten Mal, aber sie wissen schon, was sie tun, so ungefähr. Ich würde mir den gerne ein bisschen aufheben. Vor allem aus dem Grund, dass ja eben noch wir als Frank direkt mit der Tür ins Haus gefallen sind. Ja. Da war ja kein eventuell, möglicherweise vielleicht, sondern das war ein, da ist was, ich will das aufklären, wir müssen das lösen, ich brauche deine Hilfe. Und ich wüsste gerade nicht, wie er uns helfen kann. So als Feuerwehrleiter. Ich würde mir das, glaube ich, lieber noch aufsparen. Ich weiß nicht, ob wir es aufsparen können, weil diese Hilfe ist ausreichend, klingt final. Weißt du, wir legen uns jetzt mit so vielen mächtigen Leuten in unserer Stadt an, dass ich irgendwie das Gefühl habe, wir sollten den Kreis der Mitwisserinnen relativ klein halten. Ja, ich bin mir auch nicht sicher, wie der Leiter der Feuerwehr uns helfen kann. Das ist ein Punkt. Das weiß ich nicht. Ich kann mich da nicht dran erinnern, dass wir uns mit ihm darüber unterhalten haben. Ja, kann ich mich auch nicht dran erinnern. Aber ich würde jetzt auch eher tendieren, wir sind bei Kippler jetzt schon voll rausgegangen. Ich glaube, die Hilfe ist ausreichend tatsächlich. Ich denke auch. Ja. Okay, wir haben jetzt die Entscheidung getroffen und das Telefon wackelt nicht mehr. Das war es erstmal für diese Folge von For the People. Herzlichen Dank fürs Zugucken. Lasst gerne ein Like da, schreibt einen Kommentar und schaut auch gerne dienstags auf twitch.tv/anderelampe vorbei. Da treffen sich Romy und ich immer zur Dienstagspolitik. In jedem Fall einen zauberhaften Tag. Tschüss!